Herzlich willkommen zu dieser neuen Splatoon 2 Folge und ich habe ein Anliegen an euch. Und ihr seht schon, welche Waffe wir heute spielen. Sieht ganz gut aus. Ja, Kenzer Kleckser, Reichweite Mittel, Feuerkraft, ein bisschen weniger Feuerrate, ein bisschen höher. Normaler Kleckser halt. Sekundärwaffe, Baum, Spezialwaffe, Schwarmraketen, das wird glaube ich interessant. So, und ich habe eine Bitte an euch. Ja, wir kommen gleich dazu, wenn die Runde beginnt. So, da sind wir in der nächsten Runde. Ich habe ein Anliegen an euch, denn es wird wahrscheinlich so sein, also im April wird ja nochmal über Artikel 13 hinter verschlossenen Türen, wird nochmal drüber geredet. Und es ist wahrscheinlich so, dass man, glaube ich, um Nintendo Let's Plays zu machen und sowas eine Genehmigung, also muss man im Netzwerk sein und dann kann man die Lizenz dafür bekommen. Der David schafft es wahrscheinlich, weil dafür braucht man 1000 Abonnenten. So, das heißt, ich hoffe, was natürlich nicht ganz so realistisch klingt, aber ich hoffe, dass wir bis April nächsten Jahres die 1000 Abonnenten schaffen. Was natürlich, wie gesagt, auf dem ersten Schritt total unwahrscheinlich klingt. Also wie gesagt, wenn ihr es gerade nicht seht, 250 Abonnenten. Das heißt, ich bitte euch wirklich, zeigt den Kanal euren Freunden, wenn die auch Splatoon und Fortnite und Paladins und sowas mögen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und trotzdem über die Videos schaut, dann, und ihr natürlich und ihr abonnieren könnt, dann macht das bitte auch. Wie gesagt, ihr müsst den Kanal nur weiterempfehlen, weil sonst kann es sein, dass ich diese Let's Plays dann Mitte nächsten Jahres nicht mehr machen kann. Das heißt, mein Kanal, das heißt, ich kann dann diese Videos hier nicht mehr machen. Das heißt, falls ihr diese Videos mögt, dann würdet ihr mir helfen, indem ihr zum Beispiel abonniert oder euren Freunden den Kanal zeigt. Und ja, das würde mir groß helfen, einfach Simon, weil ich dann noch eher die Chance habe, weil man halt 1000 Abonnenten braucht, um im Netzwerk zu gehen und ich dann nur mit 1000 Abonnenten die Chance habe, im Netzwerk reinzukommen und dann die Let's Plays weitermachen kann. Achso, ich habe die Ult, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, dass ich einen Tintenschock habe. Und das heißt, wie gesagt, ich rufe euch hiermit auf, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und trotzdem die Videos guckt, macht das bitte. Ich möchte nicht, dass ihr mit euren Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Accounts auch abonniert, weil mit denen guckt ihr es ja sowieso nicht. Also, wenn man mit dem Haupt-, also wenn ihr bitte mit dem Hauptaccount abonnieren, mit dem ihr es auch guckt, weil, wenn ich jetzt auf einmal sagen, also wenn ich jetzt auf einmal, wenn ihr jetzt mit 10 Accounts abonniert und so mit einem guckt, bringt es auch nicht viel. Aber wenn ihr den Kanal euren Freunden zeigen könntet und ihr meint, ach, den könnten zum Beispiel Splatoon Let's Plays oder Streams oder so interessieren, dann macht das bitte, weil ja, sonst weiß ich nicht, ob es den Kanal dann in einem Jahr noch, oder mittlerweile fast schon in einem halben Jahr, dann noch weitergeben wird, so in der Art. Weil halt dann das in Kraft tritt. In etwa. Kann das sein, dass es noch ein Dreivierteljahr dauert oder so. Oder kann auch sein, dass es schon ein paar Monate ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich weiß nur, dass im April nochmal darüber entschieden wird. Und ich glaube, bis dahin passiert es noch nicht. Von daher habe ich noch ein bisschen Zeit. Und das heißt, wir haben es von den 50 schnell auf die 100 Abonnenten geschafft. Von den 100 auch in ein paar Monaten auf die 200. Da müsste jetzt so gesehen ein Wunder passieren, dass ich dann die 1000 schaffe. Aber wie gesagt, also so sind meine Kenntnisse, dass man dafür eine Lizenz dann braucht. Wenn das nicht stimmt, dann lasst es mich bitte wissen. Aber soweit ich weiß, braucht man dafür eine Lizenz. Und wie gesagt, wenn ihr den Kanal sowieso guckt, bitte ein Abo da lassen und sonst einfach euren Freunden zeigen oder so. An Leuten, die an solchem Content interessiert sind. Und ja, falls ihr natürlich auch mal mitspielen wollt, könnt ihr gerne auf Discord, da kündige ich auch immer Streams und sowas an. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und bitte, wie gesagt, ihr würdet mir so helfen, sonst kann ich nicht versprechen, dass es das in einem Jahr allerspätestens noch gibt hier. Den Kanal schon noch, aber die Videos halt nicht. Kann ich euch nicht garantieren. Deshalb würdet ihr mir echt helfen und liegt bei euch. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch ohne, also David auf YouTube Gamer Coach, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch gerne machen. Das ist einer meiner Freunde. Der, ja, hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und der hat halt schon 1400 Abonnenten. So, und da ist es wahrscheinlich ja, dass er eine Lizenz bekommt.
wahrscheinlich als ich. Na, ja, schade. Deshalb, ich glaube, Mindestanforderungen für egal welches Netzwerk muss man mindestens 1000 Abonnenten haben. So. Und deshalb, wie gesagt, rufe ich euch damit auf. Ich glaube, ich mache da nochmal ein Video drüber, weil es ja echt wichtig ist, weil es sonst sein kann, dass es meinen Kanal dann nicht mehr gibt. Deshalb ist es wichtig. Also, ihr würdet mir halt und dem kann mir würdet halt dem Kanal dabei helfen, dass er noch bestehen bleibt. Sonst weiß ich nicht, ob das noch passieren wird. Das ist das Problem. So, und das war jetzt echt eine lange Jagd. Ja. So, wenn es weitergeht wie bei den letzten Videos zu den neuen Waffen, das haben wir immer relativ, haben wir, glaube ich, 50 so in etwa geguckt. Und sagen wir mal, wenn jetzt davon zum Beispiel 10 noch nicht abonniert haben, dann werden schon mal 10 mehr. Als Beispiel. Und dann zeigt man zum Beispiel den Freunden und so, also. Sehr cool. Oh, hallo. Hä, natürlich. Ist doch so lächerlich. Ja. Also. Ich glaube, ich hab's. Ich sag's noch einmal, wie gesagt. Würdet mir halt damit helfen. Und auch wenn ihr bewertet und auch wenn ihr nur die Videos euren Freunden zeigt, wäre das schon eine Hilfe. Also. Wie gesagt, falls ihr wollt, dass dieser Kanal so bleibt, dass es da Let's Plays gibt, dann würdet ihr mir damit helfen. Wenn ihr einfach nur so zuguckt und ja. Wie gesagt. Also mit dem Netzwerk ist es auf jeden Fall so gut wie sicher. Okay, das war jetzt irgendwie verbuggt. Aber sonst. Falls ich David Glauben schenken darf, dann kann ich kein Let's Plays mehr machen. Wir haben dafür, wie gesagt, zumindest laut David, und er sollte das eigentlich wissen, Ding braucht. Hier. Ein Netzwerk. So. Und das kriegt man halt nur, wenn man 1000 Abonnenten hat. So, ich kann mich nochmal erkundigen, aber wie gesagt, soweit ich weiß, wird im April nochmal ein drittes Mal zwar nicht richtig drüber entschieden, sondern nur noch drüber geredet, über das und ob es noch ein bisschen angepasst wird. Vielleicht wird dann entschieden, dass man keine Lizenz dafür braucht, aber ich weiß es nicht. Ja. Naja. So, und wieso jetzt auch so oft Splatoon kam, liegt doch einfach daran, dass jetzt das neue Update rauskam und Splatoon kann ich natürlich, da es jetzt auch schon wieder spät ist, weil ich das jetzt nach der Schule aufnehme. So, und deshalb kommt es auch heute auf jeden Fall verspätet. Und Splatoon geht einfach auch am schnellsten so in etwa zum Schneiden. Fortnite braucht je nach Part deutlich länger. So. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, rasieren wir doch noch mal ein paar Gegner. Damit ich euch auch einen Grund gebe, wieso ihr diesen Kanal gut finden könnt. Wegen Skill. So, da muss ich jetzt aber auch mal zeigen, dass ich Skill habe. Und wenn ich einfach nur rumhüpfe, dann mache ich das definitiv nicht. So, aber wenn ich so mache, dann zeige ich euch, hey. Der Typ kann auch tatsächlich was. Und ja, seine Gegner fallen einfach in den Tod. So. Ja, schade. Der stirbt jetzt, falls das der Typ intelligent macht, aber dann halt scheinbar nicht. Na, der geht jetzt über die Linie da hoch. Perfekt. So, das heißt, ich muss ihn abfangen.
So. Ja, wegen dem Regen. Okay, was war das jetzt? Das war aber irgendwie seltsam. Manchmal fühlt sich mit dem Pro Controller irgendwie ganz anders an. Also wirklich ganz anders. So. Manchmal dreht sich das so übelst langsam. Ja, werfen wir halt 5000 Bomben ins Gesicht. Danke. Man landet schneller, wenn man die Ult zündet. Ich hasse das. Wieso landet man da schneller? Würde man in der gleichen Geschwindigkeit landen? Aber nein. Man landet dann irgendwie 5-mal so schnell. Das ist etwas nervend. So. Also wie gesagt, falls ihr mir helfen wollt, dann könnt ihr es machen. Eigentlich wollte ich auch noch ein Video dazu machen, das mache ich dann glaube ich auch noch. Deshalb hätte ich es jetzt nicht alles in dem Video erwähnen sollen, so oft. Weil ich wie gesagt dann nochmal in einem separaten Video drüber reden wollt. Einfach weil es halt wirklich wichtig ist. Ach, wieso ist der andere dadurch nicht gestorben? Was macht der Sniper? Danke. Okay. Naja, du bist jetzt nicht wirklich ein Problem. Außer du kannst dich unsichtbar weiter nach rechts bewegen, obwohl du dich nach links bewegt hast. Yeah, kein Kommentar dazu, ne? Ach komm, ja, weil jeder von euch durchgehend 24/7 seine Ult hat. Danke sehr. Habe ich Lust drauf. Perfekt. 1A-Runde. Mmh. Delicious. Perfekt. Ja. Etwas lächerlich, aber ja gut. Ich hatte tatsächlich nur 6 Skills, aber es waren sogar die meisten mit dem anderen zusammen. Es gibt wirklich manchmal in Splatoon diese Runden, da hat wirklich jeder 10 Kills. Gut, bis auf eine oder zwei Ausnahmen. Und dann gibt es diese Runden, da hast du maximal 6-7 Kills. So lächerlich. So. Lass ihn auf die Moränentürmen. Und, es gibt auch irgendwie mehrere Leute auf meinem Kanal, die haben jetzt nur wegen den Streams abonniert. Weil ich in Ferien natürlich ziemlich viele Streams gemacht habe. Ich bringe jeden Tag ein Video, sofern ich es schaffe. Und das ist eigentlich auch das, was auf meinem Kanal kommt, falls ihr neu seid. Streams bringe ich ab und zu mal am Wochenende. Wenn ich Ferien habe, dann natürlich öfters. Da ich in Bayern wohne, hatte ich jetzt auch noch mal länger Ferien. Aber gut. Perfekt. Hallo. Wie manchmal spinnt das Spiel. Oh, hallo. Perfekt. Meine Dinge hätten ihn sogar auch noch gekillt. Konnten sie aber dann nicht mehr. Naja, wenigstens konnte der dann die... Na gut, hätte er sowieso nicht geschafft. Kulisblättling. Ah, Kulisblättling. Ich weiß nicht. Die Kulisblättling. Keine Ahnung. Was soll ich für das Kulisblättling halten? Eure Meinung zu Kulisblättling. Gut, schlecht. Viel zu stark. Oder... Ich muss sagen, finde ich es jetzt nicht wirklich stark. Außer die Gegner können auf einmal richtig legendär dodgen. Aber gut. Ach komm. Manchmal werden die. Wie sieht man die Gegner an? Es kommt sogar das Geräusch. Also jetzt gerade eben war es wirklich knapp. Nur werden die nicht abgefeuert. Aber dafür muss ja erst die Animation fürs Abfeuern kommen. Oder geht's auch, dass die Animation noch nicht gekommen ist und trotzdem abgefeuert wird? In speziellen Situationen. In etwa, zum Beispiel. So. Perfekt. Wenn jetzt die Kulisblättling von oben auf uns runterkommt. Na, wer sagt's denn, wenn man vom Teufel spricht?
Manchmal, wirklich, ich weiß nicht, was mit dem Pro Controller los ist, aber manchmal, ist der so schwerfällig. Habt ihr gesehen, wie langsam ich mich im Kreis drehe? Es klingt vielleicht jetzt so, als ob ich wirklich alles auf den Pro Controller schiebe, aber es ist wirklich manchmal hart. Ja, natürlich habe ich dich damit nicht gekillt, ist gut. Natürlich. So. Perfekt. Und jetzt noch ganz schön hoch. Denn hier muss noch eingefärbt werden. Ach, ich glaube, ich hätte ihn noch, wenn es, zwei Sekunden länger. Also eineinhalb, aber, na, lieber zwei. Dann hätte ich ihn, glaube ich, mit der Bombe zurückgeschreckt, dann wäre er weg und in dem Moment hätte ich ihn erledigen können. Oder weiter vorne hätte ihn die Bombe gekillt. Dann hätte er zwar mich auch noch vielleicht bekommen, aber hätte ihn die Bombe gekillt. 12 Kills. Der beste Gegner hat ein Drittel. Yeah. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, was ist tatsächlich schon mit der Folge? Vielleicht mache ich auch noch eine Reaction zu Nintendo Direct. Ich habe zwar schon in etwa gesehen, was darin vorkommt, aber ich habe jetzt noch nicht die Direct selber gesehen. Die dauert ja auch eine Dreiviertelstunde. Vielleicht mache ich so eine Reaction. Also könnt ihr auch reinschreiben, ob ihr es wollt. Und ja, dann habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao.